Da kann sich die Ecke aussuchen. Anna Ivanovic. Sehr gut. Okay, warte mal schon einem. Das ist der beste Aufschlag von Amanda Wardua immer. Endlich mal ein gelungener Return. Hat das vorhin in Berlin gesetzt. Und Amanda Wardua. Vier zu vier, 25 Minuten. Einige Misshits im Spiel von darauf hat sie spekuliert. Na, wenn es mit dem zweiten geht. Das bislang längste Aufschlagspiel und dann doch ab. So gut. Respekt. Nummer 1, wo Nisiki gerade gegen Bama spielt. 1-0-Führung. Bislang ein perfekter Tiebreak. Einige deutsche Stars, also der hat schon alles erlebt. Feld. Der jetzt sieht, wie Anna Ivanovic den ersten Satz dicht macht. 7-0 der Tiebreak, das war eindrucksvoll am Ende. Diese 7 im Tiebreak, den sie 7-0 gewonnen hat, bis dahin ab. Der war zu gut.
und die Möglichkeiten zum Rebreak. Break und Rebreak. Das ist Angriffstennis. Da ist sie. Sitzt. 2-1. Mit ein bisschen Mühe. Streut immer wieder das Top der 15-30. Perfekt. Einfach zu gut, zu präzise, zu schnell. Klasse abgewehrt. Und dann noch das Ass von... Da ist der Ball noch ein bisschen versprungen, aber... Und immer wieder die Vorhand. Wieder zu gut. Klasse umlaufen. Das ist Ivanovic. Das war's. Die Außenseiterin verliert. Die Mama von Ivanovic ist zufrieden. Genauso wie Scott Burns, der Fitness-Guru an ihrer Seite und natürlich auch Sven Grönefeld. Am Anfang hat sie gut mitgehalten, am Mann Muradova. Bis zum 6-6. Dann der klare Tiebreak-Erfolg von die 24 Winner weniger schlägt als Ivanovic sicher. Ja, well done. Before the match, you told me. Gut gemacht. So vor dem Spiel hast du gesagt, du warst so nervös. Du warst nervös. Ich habe nicht so gespielt, wie ich es eigentlich dachte. Ich habe noch nie gegen sie gespielt. Hat einen wirklich sehr guten Aufschlag. Ich bin einfach glücklich, dass ich da durchgekommen bin. Wie kommt man denn damit klar, jetzt erstmal runterzukommen? Auf solch ein Match sich zu fokussieren. Das ist nicht immer so leicht. Man muss überlegen natürlich, was man tun muss. Gerade gegen solche Gegnerinnen in dieser Runde. Wenn ich nervös werde, dann bin ich nicht so gut, was die Bewegung anbelangt. Dann denke ich zu viel nach darüber.
I know you don't like the world, but the world, but you are becoming more superstar worldwide. Boah, du bist doch mal ein Superstar. Merken das die Leute hier in Berlin, wenn du zum Essen gehst? Naja, ich sehe mich nicht so als Superstar, ich weiß. Das, natürlich, klar, gucken mich mehr Leute an heutzutage. Ich wollte natürlich Autogramme haben. Ja, hat so sicherlich schon einiges geändert. Aber es ist natürlich ein Teil meines Jobs. How will you relax today? Wie wird heute relaxed? Yeah, I'm just gonna relax a little bit, maybe have another light hit and then get ready vielleicht noch ein bisschen spielen und mal gucken. Ja, wir werden Sie wiedersehen, Anna Ivanovic. Entweder, ich sagte es gegen Sibylle.